Willkommen bei Fistel TV. Mein Name ist Frank. Schablonenfräsen ist sicherlich auch eines der schwierigen Arbeiten beim Holzbearbeiten. Schablonenfräsen ist aber hier mit diesem kompakten Modulsystem überhaupt kein Problem. Schablonen gibt es in verschiedenen Arten und Weisen. Hier haben wir mal eine Schablone hergestellt, die ein bestimmtes Profil hat, und das möchte ich übertragen auf ein Werkstück, sodass ich hier mehrere Werkstücke mit dem gleichen Profil herstellen kann. Ob die Schablone aufgeschraubt wird oder ob sie aufgeklebt wird mit doppelseitigem Klebeband, das ist dem Anwender überlassen. Hier in diesem Beispiel arbeiten wir jetzt mit einer aufgeschraubten Schablone. Zum Schablonenfräsen habe ich jetzt in diesem Fall einen Bündifräser in das System eingebaut mit einem Kugellager. Und nachher werde ich an diesem Kugellager meine Schablone führen und somit das Werkstück praktisch der Kontur anfräsen oder fräsen. Um das Ganze auch sicher machen zu können, werde ich hier jetzt eine Schutzhaube montieren, die den Fräser sozusagen schon mal abdeckt. Die Höhe des Fräsers wird über die Kurbel eingestellt. Und nachdem ich die richtige Position gefunden habe, auf der Unterseite arretiert, sodass während dem Arbeiten hier die Fräse nicht mehr sich in der Höhe verstellt. Die Haube wird ebenfalls nach unten abgesenkt. Um so den Gefahrenbereich so geschlossen wie möglich zu halten. Ebenfalls wird hier eine Zuführleiste montiert. Und diese Zuführleiste wird auf das Kugellager ausgerichtet. So habe ich beim Fräsen nachher die Möglichkeit, mein Werkstück sicher über die Zuführleiste an den Fräser ranzuführen. Das Ganze wird jetzt noch mit Absaugung und Strom angeschlossen und nun können wir fräsen. So, Sie haben gesehen, der Bündifräser hat jetzt die Schablone exakt kopiert, sodass ich jetzt praktisch ein exaktes gleiches Stück habe. Und jetzt kann ich dementsprechend je nach Anwendung, je nach Werkstück, so viel wie möglich Kopien erstellen aus meiner Schablone. Jo, das war's vom Fräsen mit der Schablone. Ich hoffe, Ihnen hat es ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ihr Frank.